Eine Sekunde. Ich wollte gerne wissen, Sie sind ja ganz begeistert von der Ausstellung hier, von der Zero-Ausstellung, und ich wollte gerne wissen, was Sie meinen. Sagen Sie mal Ihre Meinung zu dieser Ausstellung. Was? Ja, also für mich ist das, also als bekennender Zero-Fan ist das natürlich ein unglaubliches Highlight, diese Ausstellung. Ich habe selten so viele tolle Zero-Objekte an einem Ort gesehen. Und speziell dadurch, dass die meisten Sachen kinetische Objekte sind, bekommt das nochmal eine ganz neue Komponente. Und mir ist gerade so eigentlich so per Zufall so der Satz rausgerutscht, das ist eine Ausstellung, die wirklich bewegt. Weil es ist wirklich so, es ist ja alles in Bewegung und es rührt an. Also es schwingt alle Seiten an, die man so in sich hat. Mhm. Aber das ist eigentlich ja nicht Ihre, so unbedingt jetzt Ihre Generation, oder? Ich bin Jahrgang 67, insofern fühle ich mich mit der Zeit auch immer verbunden, weil ich bin immer erstaunt, wie viele Sachen genau in der Zeit entstanden sind, als ich zur Welt gekommen bin. Irgendwas ist da hängen geblieben bei mir. Und welches würden Sie zum Beispiel kaufen wollen? Was ich sofort mitnehmen würde, wäre die Lichtspirale von Uecker. Ich bin ganz großer Uecker-Fan. Ich glaube, ich würde alles auf einmal kaufen. Also es ist, wie gesagt, es ist eins schöner als das andere. Es ist wirklich wie ein Schlaraffenland der Zero-Kunst hier. Die Luther-Sachen gefallen mir unheimlich gut. Es sind ja wirklich auch besondere Objekte. Mhm, es ist ja kein Standard, es ist alles besonders. Ja. Ja, und haben Sie schon ein Zero-Objekt zu Hause oder ein Zero? Ja, wir haben tatsächlich Zero zu Hause. Also wir haben von Pina einige Sachen. Wir haben Uecker zu Hause. Und sowohl meine Frau als auch ich sind ganz große Zero-Fans. Und hat das was mit der Musik, die Sie machen, zu tun? In gewisser Weise schon, weil ich finde, in der Zero-Kunst finde ich so viele Komponenten, also auch was Ausdruck angeht, was Ästhetik angeht, was Bewegung angeht, die sich auch in der Musik widerspiegeln. Also es gibt einen ganz direkten Bezug. Also es sind ähnliche Dinge, die man auch versucht, in der Musik auszudrücken. Dankeschön. Ja. Hallo, Mann, ja? Ja. Ja, kannst du gleich durchgehen. Kannst du das mal nochmal zu dem Akten geben? Ich würde ganz gerne was von Ihnen hören zu dieser Ausstellung. Nein, mir über Lutz Dresen zu sprechen, ist unbedingt notwendig, dann auch über diese Ausstellung zu reden. Lutz Dresen war ein Mensch, der den Kontakt zu Künstlern suchte, der sich für Kunst interessierte, engagiert war und eine seltene Harmonie zwischen Werkstatt, Werkzeugverkauf und Künstlern herstellte, die nahtlos war. Es war also Kunst in seinem Verkaufsgeschäft und bei den Künstlern war sein Verkaufsgeschäft durch die tätigen Werkzeuge erkennbar. Eine Situation, die vielleicht nur in Düsseldorf entstehen kann. In Brandenburg kann ich mir sowas nicht vorstellen, weil das Leben in Düsseldorf mit der Kunst enger verbunden ist als in anderen Gegenden Deutschlands. Oder vielleicht auch in Köln natürlich, ja, ich will halt keine Grenzen ziehen. Aber das Rheinland ist was anderes als Brandenburg. Ich komme aus der Gegend, deswegen kann ich darüber reden. Ja, ist das gut? Ja, sicher. Und in dieser wunderbaren Ausstellung ist ja auch ein Objekt von Ihnen. Ja. Was ist das jetzt, was wir sehen? Was können wir da sehen? Das sind Arbeiten, die ich 1968, meine ich, begonnen habe, wo die ersten Objekte dieser Art entstanden sind und die sich bis vor kurzem in verschiedenen Varianten
bis zur Integration innerhalb der Architektur realisiert im Deutschlandfunk Deutsche Welle in Köln mit einer 12 Meter langen und 3 Meter hohen Wand. Sie ist veränderbar, sie ist noch heute nach 40 Jahren umzustellen. Die kann man dunkel einstellen, man kann die hell einstellen. Die Variabilität der Einstellung ist also auf einem breiten Spektrum beruhend. Signalisiert wird die Veränderbarkeit durch das am Boden liegende, sich formierende Pigment mit den Erscheinungen, die durch elektrostatische Aufladung unterschiedlicher Art innerhalb des Plexiglasraumes hergestellt werden können. Das Schwarze ist ein ganz spezielles Pigment, von dem nur noch ganz geringe Reste bei mir existieren. Es wird nicht mehr hergestellt, weil es umweltschädliche Einflüsse ausüben kann, wenn es frei in der Luft sich befindet, innerhalb des Plexikastens nicht. Kann nichts passieren. Hatten Sie gedacht, dass sich diese Zero-Formation, diese Zero-Verbindung so entwickelt? Die Zero-Künstler sind von mir sehr geachtet, sind meine Freunde. Mein Problem ist ein ganz anderes. Mein Problem ist die Gravitation, aufgetreten in ersten Arbeiten, die ich 1957 gemacht habe, ist dokumentiert, veröffentlicht, war damals ohne Wirkung und heute sieht man, dass dieses Problem für die Zukunft sehr wichtig sein wird. Ich habe entsprechende Texte geschrieben, entsprechende Veröffentlichungen. Es gibt da Veröffentlichungen, die sind Jahrzehnte eigentlich den Ereignissen vorausgeschickt. Die Gravitation und Auflösung. Das Problem der Gravitation entsteht zum Beispiel durch diese zwei Stücke. Wenn ich das mache, ist die Gravitation viel heftiger. Wenn ich das mache, lässt die Gravitation nach. Und das habe ich in den 15 Jahren gemacht, veröffentlicht. Es hat sich allerdings kein Mensch dafür interessiert. Jetzt fängt an, dieses Problem in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Ja, es ist doch wunderbar. Ja.